Herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu deiner Tarotkartenlegung für die vierte Kalenderwoche, der Woche, die am 22. Januar beginnt und bis zum 28. Januar geht. Wir haben in dieser Woche einen Vollmond. Es kommt also zu einem interessanten Wandel der Energie. Bis zum Vollmond werden die Energien sich verdichten und danach wieder sich entspannen. Ja, liebe Jungfrau, wir werden uns in dieser Legung ansehen, in diesem Video ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und da wollen wir uns gemeinsam ansehen, wie die Woche für Jungfrau werden wird. Schauen wir mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Energie ist. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Irgendwie fühlt sich das nicht stimmig an. Wir brauchen noch eine Karte vom Mondorakel und können dann beginnen. Ja, durch den Vollmond könnte es eine recht turbulente Woche werden. Für dich auf jeden Fall eine Woche voller Entfaltung, Verwirklichung, vielleicht auch, also vielleicht Selbstverwirklichung, vielleicht die entscheidende Weiterentwicklung einer Beziehung in deinem Leben oder eines Projektes, eines Vorhabens. Etwas entwickelt sich sehr immens weiter und schafft dir dadurch eine Situation von einer Art Neuanfang, die aber eigentlich auf einer ziemlich schon langfristigen Entwicklung beruht. Nicht umsonst wird diese Energie auch als Schmetterlingsenergie bezeichnet, ne? Hier diese Person hat ja auch Schmetterlingsflügel und das genau aus diesem Grund, weil diese Angelegenheit in deinem Leben entfaltet sich wie ein Schmetterling, ne? Es ist eine sehr starke transformative Kraft vom Kokon zum Schmetterling, eine Metamorphose. Und dies betrifft halt einen Aspekt deines Lebens, der dann aufgrund dieser Weiterentwicklung mehr Raum in deinem Leben oder überhaupt einnehmen wird und an Energie, an Kraft, an Verwirklichung gewinnt. Ne? Und das hat natürlich auch mit deinem persönlichen Wachstum zu tun, weil ein Teil von dir wird sich über diesen Aspekt auch selbst verwirklichen können. Ne? Ich denke, du wirst sehr erfreut über die Ergebnisse sein und wir schauen mal genauer rein, um was es hier gehen könnte. Wow, guck dir das an. Schau dir das an. Hier zeigt sich eine Königin der Kelche und eine Königin der Schwerter. Und also das sind Personenkarten. Sie können jetzt sehr unterschiedlich in deinem Leben gedeutet werden. Es könnte sein, dass diese Personen sich auf andere Menschen in deiner Umgebung beziehen. Es könnte aber auch sein, dass beide Karten sich auf dich beziehen. Es könnte sein, dass eine dieser Karten sich auf eine Person bezieht und die andere auf dich oder eben andersrum. Ja, ebenso könnte es sein, dass die beide Königinnen sich auf die gleiche Person beziehen, eine andere Person oder eben auf zwei unterschiedliche. Also es ist hier sehr verschieden, wie sich das hier in deinem konkreten Leben zeigen wird. Auch mehrere Möglichkeiten können parallel bestehen. Also die Königin der Kelche könnte für dich und gleichzeitig für eine andere Person in dein Leben stehen. Manchmal zieht man genau die richtigen Menschen an, die man für gewisse Entwicklungsprozesse benötigt einfach, ne, von ihrer Energie her. Die Königin der Kelche, also zunächst haben wir hier zwei Königinnen, ne? Wenn das zwei unterschiedliche Menschen sind, dann sind die schon von ihrer Reife sehr auf Augenhöhe.
Die Königin ist unabhängig vom Geschlecht, ne, kann auch eine männliche Person sein, eine sehr gereifte Persönlichkeit, die man auch als weise bezeichnen kann. Womöglich vom Alter her tendenziell eher älter ist, aber nicht unbedingt, ne? Die Königin der Kelche ist eine Wasserperson. Fische, Krebs, Skorpion könnte sich hier widerspiegeln. Die Königin der Schwerter ist eine Luftperson. Wassermann, Waage, Zwilling. Aber auch das könnte unabhängig sein, ne? Wenn beide Karten sich zum Beispiel auf dich beziehen, liebe Jungfrau, könnte die Königin der Kelche für deine emotionale Seite stehen. Denn diese Person ist sehr emotional, sehr empathisch, mitfühlend, einfühlsam und hat in diesem Bereich des Lebens wirklich sehr viel Erfahrung und tiefe Einblicke. Die Königin der Schwerter könnte für deine rationale Seite stehen. Diese Person symbolisiert eben das Rationale, die Gedankenwelt, die Ideen, die Vorstellungen, auch die Freiheit und die Unabhängigkeit. Ne? Diese Person hat auch aufgrund ihrer rationalen Fähigkeiten ein sehr gutes Urteilsvermögen und fällt faire und gerechte Urteile. Wir schauen uns diese beiden Personenkarten mal genauer an. Was denkt die Königin der Kelche? Hier zeigen sich die sechs Schwerter und die sechs Schwerter stehen für einen sehr gut durchdachten Plan oder eine Strategie, ein Vorhaben, eine Überlegung. Vielleicht auch eine sehr komplexe wissenschaftliche Überlegung, eine Theorie. Für diese Person viele Gedanken, die du dir als oder mit dieser Person zusammen gemacht hast, haben sich zusammengesammelt und geben für diese Person auf jeden Fall einen Sinnzusammenhang, einen höheren Sinn, ein Konzept, eine klare Vorstellung. Und hier geht es um den Erfolg, ne? Du als diese Person oder mit dieser Person scheinst hier aktuell sehr erfolgreich zu sein. Hier zeigen sich Früchte von harter Arbeit, ne? Aber positive Auswirkungen, die sich für dich und für euch beide gewinnbringend auswirken. Etwas scheint hier sehr erfolgsversprechend zu sein und schafft eine stabilere Situation, eine angereicherte, erfüllte Situation, die finanziellen Gewinn bedeuten kann oder auch emotionale Stabilität, emotionale Geborgenheit, mehr Festigkeit, vielleicht auch Lob, Anerkennung, einen höheren sozialen Status, ne? Also diese Person scheint es im Moment sehr gut zu gehen und wenn das eine andere Person in deinem Leben ist, scheint sie auch für dich ein sehr guter Einfluss zu sein. Wir schauen uns mal die Königin der Schwerter an. Was denkt diese Person? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine andere Person sein könnte. Aber es könnte auch die gleiche sein. Also es würde beides ganz gut passen. Ne? Es ist hier diese Person, diese Königin der Schwerter, ist überaus gesellig gestimmt. Und interessant finde ich hier. Ne? Wir hatten hier bei der Königin der Kelche die Schwerter und hier bei der Schwerteperson viel, viel Kelchenergie. Es kommt hier also doch zu einem interessanten Energieaustausch dieser beiden Personen, wenn es zwei unterschiedliche Personen sind. Tendenziell, liebe Jungfrau, würde ich dich dann eher den der Schwerterwelt verordnen. Aber du hast hier doch auch eine sehr ausgeprägte Emotionalität dann, die du in dieser Woche auch zeigen wirst. Also die Königin der Schwerter, ob sie jetzt nun du ist oder eine andere Person,
Diese Person ist wirklich sehr glücklich in dieser Woche, ne? Sehr verliebt, sehr emotional. Diese Person erlebt übersprudelnde Gefühle und dadurch eine sehr starke Lebendigkeit. Und das hat auch mit diesem Neuanfang zu tun, ne? Diese Person empfindet sich selbst definitiv auch in einen Neuanfang. Etwas beginnt für diese Person neu und das macht diese Person richtig glücklich. Das erzeugt sehr viel Frohsinn bei dieser Person, Energie und Lebendigkeit. Und auch viel Gemeinschaftssinn, ne? Also, wenn das hier eine romantische Verbindung ist, ist hier auch wirklich diese Königin der Schwerter bereit, ihre Emotionen offen zu zeigen. Aber auch wenn es hier um etwas Mitmenschliches überhaupt geht, ne? Also das Gemeinschaftliche, der Gemeinschaftssinn ist hier sehr betont bei dieser Person. Und die Geselligkeit wird diese Person sehr genießen und als bereichernd empfinden. Also hier sehr, sehr schöne Karten. Was war in der Vergangenheit los? In der Vergangenheit bist du sehr zur Ruhe gekommen. Waage zeigt sich hier eigentlich ganz besonders gut in dieser Legung. Vielleicht, liebe Jungfrau, bist du durch einen Waagemenschen so richtig zur Ruhe gekommen, was auch sich positiv für dein ganz allgemeines Befinden ausgewirkt hat, ne? Deine Gedanken sind zur Ruhe gekommen und du hast inneren Frieden gefunden, Ausgleich, Stabilität. Und dadurch sehr gute Aufmerksamkeit auch, ne? Einen erhöhten Konzentrationslevel. Und wenn du es hier wirklich mit einer anderen Person zu tun hast und hattest, die womöglich vage ist, oder zwischen euch besteht irgendwie vage Energie, das kann auch möglich sein, zeigt sich hier eine sehr gute Kommunikation mit dieser Person. Also ihr habt hier wirklich sehr offen und ehrlich und gerecht über vieles geredet und gemeinsame Absprachen gefunden, die auch fair für beide Parteien sind und auch weiter eingehalten werden und gut funktionieren. Vielleicht kam es sogar zu Verträgen, die unterschrieben worden sind. Sehr begünstigt wäre dies. Aber so im freundschaftlichen oder im romantischen Bereich sind es oft Kompromisse und überhaupt über die Kommunikation ein tieferes Verständnis voneinander zu bekommen, was in Vertrauen schafft und auf jeden Fall dir inneren Frieden gewährleistet hat. Ja, es geht in dieser Woche für dich auch um Erkenntnisse, um Einsichten, um das Verstehen lernen. Und alles, was jetzt so um dich herum passiert, anzunehmen, zu verstehen, zu analysieren und seine persönlichen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, die womöglich wirklich eher positiv sind, ne? Tendenziell sehr positiv sein werden. Und eben erhellend, ne? Erklärend einfach auch. Vielleicht wirbelt das auch einige schwierige Situationen aus der Vergangenheit auf, aber die Tendenz ist hier sehr hoch, dass man so alten Schmerz und alte Misserfolge, schwierige Situationen in der Vergangenheit über diesen Weg überwinden lernt und ausheilt, ne? Einen Heilungsprozess sieht man hier. Ah ja, schau dir das an, ne? Die sechs der Scheiben in dein Unterbewusstsein hat auf jeden Fall ganz viel mit der Königin der Kelche zu tun. Und der Erfolg, liebe Jungfrau, ist dir gewiss. Und ich glaube, das wird dir im Laufe der Woche immer klarer werden, dass sich hier eine Situation positiv auswirken wird. Tendenziell eher nach dem Vollmond, tendenziell erst nach dem 25. Januar. Aber stetig, kontinuierlich und langanhaltend, ne? Und das könnte dir wirklich eine gewinnbringende Situation schaffen. Mehr Einfluss, mehr Anerkennung, mehr Lohn für deine Arbeit, deine Bemühungen, dein Einsatz und deine Liebe auch, die du hier investiert hast, ne? Also die Liebe, die du hier investiert hast, wird doppelt und dreifach zurückkommen und schenkt dir ein Gefühl von Stabilität und Geborgenheit. Ja, hier die zwei der Stäbe spricht im Laufe der Woche von einer Situation, die etwas knisternd sein können im positiven Sinne. Also, wenn das hier eine romantische Beziehung ist, ne, dann sieht man hier sehr interessante Flirtenergie zwischen euch beiden und dass die Kommunikation, die Treffen zusammen doch sehr aufregend sind, ne? Und
sich auch eine sehr interessante, feurige Stimmung zwischen euch beiden ergibt und dass es halt einfach zwischen euch beiden das gewisse Knistern gibt. Wenn das hier eine freundschaftliche Situation ist, dann wird die andere Person dir darin verhelfen, mehr Dynamik zu gewinnen, deine Dynamik besser ausdrücken zu können. Hier entsteht etwas, hier entsteht ein Feuer und zwar nur durch die Auseinandersetzung mit einer anderen Person. Auf der Arbeit könnte das ebenfalls der Fall sein. Auf der Arbeit könnte sich das auch als Konkurrenzsituation, als eine konstruktive Konkurrenzsituation herausstellen. Vielleicht gibt es hier jemand auf der Arbeit, der einen anderen Standpunkt hat als du, eine andere Sichtweise, eine andere Idee. Aber durch eben die Auseinandersetzung mit dieser anderen, mit diesem anderen Standpunkt könnte sich hier eine ganz eigene Dynamik entwickeln, die sich für euch beide als vorteilhaft herausstellt. Du solltest auf jeden Fall im Laufe dieser Woche nicht zögern und auch etwas ansprechen, in die Aktion treten. Das Knistern, die Reiberei auch ein wenig suchen, ne? Vielleicht auch die Konkurrenz suchen, weil das könnte sich für euch beide eben als, als positive Dynamik widerspiegeln, die dich einfach positiv herausfordert. Ja, tatsächlich denke ich, dass im Laufe der Woche eine Situation, liebe Jungfrau, für dich entstehen können kann, in der du gefordert sein wirst, für deine Überzeugung, für deine Vorhaben, für deine Idee einzutreten. Und das ganz selbstbewusst und ohne Rücksicht auf, ja, auf Widerspruch, ne? Du solltest in dieser Woche keinen Widerspruch scheuen, denn dieser Widerspruch kann sehr fruchtbar sein, ne? Und dynamisch. Und es ist hier wichtig, dass du deine Position, deine Sichtweise, deine Überzeugung in gewisser Hinsicht verteidigst und dazu stehst. In der Liebe, wenn es hier eine Liebeslegung geht, geht es hier womöglich darum, einen ersten Schritt auf jemanden zu tun, auch mal die Initiative zu ergreifen und das zu tun, was man vom Herzen her für das Richtige hält, ne? Hält und fühlt. Vielleicht auch jemanden seine Liebe zu gestehen. Ja, also gerade im Privaten sehe ich hier die Zweifel, ne? Also eine gewisse Unentschlossenheit, eine gewisse Ratlosigkeit bei dir, bei der du nicht genau weißt, was du jetzt als nächstes tun sollst, was jetzt der nächste vernünftige Schritt wäre, wohin du eigentlich wirklich möchtest. Das solltest du für dich auf jeden Fall klären, dir aber auch genügend Zeit lassen dafür. Das muss nicht von heute auf morgen fallen, diese Entscheidung. Aber dir sollte bewusst sein, dass früher oder später eine Entscheidung schon notwendig wird, ne? Ja, ich glaube, dieses Knistern hier entsteht schon viel eher so in deinem alltäglichen Leben, Arbeit oder privat. Und in deinem Privatleben bist du weniger entschlussreich. Es könnte aber auch nicht unbedingt so sein. Also es muss nicht unbedingt so sein. Kann schon sein, dass du hier mit jemandem flirtest, dass du aber vielleicht noch unschlüssig bist, was das bedeuten soll, was das zwischen euch werden kann. Es geht dann vielmehr darum, diese Person noch eine Weile intensiver kennenzulernen und auch offen sein für neue Aspekte, die diese Person zeigt, auch neue Aspekte, die sich in eurer Beziehung offentun werden. Und noch ein wenig abzuwarten, bis du die entscheidende Einsicht bekommst, ne? Also da könnten sich in dieser Woche noch viele Fragen bei dir auftun. Aber eigentlich ist deine Absicht schon die Liebe, ne? Du möchtest dich hier schon auf eine Person mal wieder so richtig einlassen und du sehnst dich nach
Zweisamkeit, nach Liebe, nach Zärtlichkeit, nach Innigkeit. Aber du zögerst hier auch ein wenig, ne? Aber eigentlich würdest du schon mehr Liebe, mehr Innigkeit schön finden im Leben, ne? Also auch das Körperliche im besonderen Maße zu genießen mit jemandem. Vor allem aber auch, ne, nicht nur das Zärtliche, das Körperliche, sondern vor allem geht es dir darum, mit Menschen, die dir sehr, sehr vertraut sind oder mit einem Menschen, die Liebe in vollen Zügen zu genießen, ne, darin auch so ein bisschen aufzugehen und hier sehr starke Hingabe zu zeigen, aber die Situation scheint sich für dich noch nicht so ganz sicher anzufühlen. Es kommt ja auch zu einem intensiven Neuanfang. Es gibt hier auf jeden Fall ein paar Punkte, die dich zögern lassen, die dich zurückhalten. Ah ja, okay. Ich glaube, im Laufe der Woche wird es hier schon einen Punkt geben, bei dem du die Gefühle, die du hast, also eine Situation, in der du deine Gefühle im besonderen Maße zeigen möchtest, offenlegen möchtest, den anderen sagen möchtest, wie viel er dir bedeutet. Das wird dich natürlich auch ein Stück weit verletzbarer machen und alte Gefühle von Verletztheit aus der Vergangenheit könnten hier wirklich auch eine wichtige Rolle spielen und dir in dieser Woche bewusst werden. Trotzdem spürt ein anderer Teil von dir, besonders deine Herzkraft, dass es jetzt an der Zeit ist, dass der Moment gut ist, dass du das auch wirklich möchtest, dass es für dich das Richtige ist. Und tatsächlich zeigt der Mond hier, dass die Situation potenziell dir eine neue Erfahrung schenken kann, dich in eine neue Sphäre bringen kann. Aber es ist ja eigentlich viel, viel wichtiger als das Ergebnis, dass du zu deinen Gefühlen stehst und das tust, was du für richtig hältst, ne? Der Mond muss jetzt keine romantische Situation sein, nicht unbedingt. Obwohl ich hier gerade so im zwischenmenschlichen Bereich Herausforderungen bei dir in dieser Woche sehe. Deswegen wäre das sehr wahrscheinlich. Aber es kann eben auch etwas Berufliches sein, ne? Ein wichtiger Auftritt, eine wichtige Präsentation, ein wichtiger Moment, in dem deine Überzeugungen gefragt sind. Ne? Eine Situation, die es dir ermöglicht, über dich hinauszuwachsen und etwas zu riskieren, etwas zu wagen, um etwas Großartiges zu gewinnen. Ne? Und um etwas zu riskieren, musst du einfach nur zu deinen Überzeugungen stehen. Einfach nur. Ja, und die in die Wirklichkeit transportieren. Ne? Zu denen stehen, sie äußern, sie benennen und sich für die einsetzen. Und dann wirst du tendenziell auf jeden Fall das Richtige tun. Ne? Und du tust dir selbst damit auf jeden Fall auch einen großen Gefallen. Die 6 der Scheiben spricht dafür, dass dein Unterbewusstsein nach Erfolg sucht. Es kann also sehr gut sein, dass du instinktiv, so ganz unterbewusst, schon dich nach Erfolg, also dich auf Erfolg einrichtest. Ne? Du kannst dir also in dieser Situation auch sehr stark selbst vertrauen. Was sagt die Mondenergie? Harte Arbeit zahlt sich aus. Harte Arbeit zahlt sich aus. Und es ist hier eine Situation von Auszahlen. Ne? Die 6 deutet ganz gezielt darauf hin. Aber man sollte sich natürlich auch nicht auf seinen Erfolg ausruhen, sondern hier auch noch etwas mehr draus machen. Ne? Es kommt hier zu interessanten Auswirkungen, wodurch du einfach persönlich noch ein bisschen weitergehen kannst, wenn du das möchtest.
Liebe Jungfrau, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Ich finde, diese Belegung sieht mir sehr vielversprechend aus. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.